Wir plakatieren für den 19. Februar einen Aufruf, damit die Menschen nach Dresden kommen. Es geht darum, dass wir Dresden nicht den Nazis überlassen dürfen. Es ist Angedenken an die Toten des Zweiten Weltkrieges und die Bombardierung von Dresden nicht von Nazis missbraucht wird, um daraus jetzt neue Nazi-Geschichten zu initiieren. Und deswegen wollen wir hier in Thüringen unsere Solidarität über die Parteigrenzen hinweg zeigen. Und deswegen bin ich froh, dass heute die Grünen, der DGB, die SPD, auch Herr Machnik als Vertreter der Regierung und die Linke gemeinsam heute die Plakate aufgehängt hat. Und ich hoffe, dass am 19. Tausende in Dresden Gesicht zeigen gegen Braun-Ungeist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen. Undemokratisches Denken, faschistisches Denken darf in Deutschland nie wieder eine Rolle spielen. Das ist unsere historische Verantwortung. Ja, nur leider. Durch die unmittelbare Nähe zu Sachsen und Sachsen-Anhalt haben wir einschlägige Erfahrungen, was Bündnisarbeit betrifft. Die bringe ich sowohl hier in Erfurt ein und die möchte ich natürlich auch heute und am 19. Februar in Dresden mit einbringen.